Es rappelt im Karton. Tong, 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 tong. So, Improvisations-TV, es rappelt im Karton. Ja, lass dich überraschen, er kommt gleich. Rauchpause, er ist nämlich gerade draußen und raucht sich einer, ist ein R, ja. Improvisation bedeutet, kriege ich hin und wieder Besuch, Schauspieler und so weiter und so fort. Dieser Schauspieler ist momentan bei, sagt er gleich, selber Achtung Kontrolle, glaube ich, könnte sein, Achtung Kontrolle. Ja, irgendwie, ne? Aber dafür spricht er gleich. Wie gesagt, er raucht eben eine, kommt dann rein. Telefon ging gerade auch, ein Kunde setzt sich gleich an den Computer und arbeitet, aber trotzdem werden wir dann hier, auch wenn der Kunde da ist, das machen. Ne, komm rein, er ist schon da, ne? Er kommt da rein. Ne? Da. Ich habe gerade angekündigt, dass wir Improvisations-TV machen. Und schon ging das Telefon, ne, komm hier rum, darum, davon. Dann möge er sich setzen, Platz machen. Ja, in wenigen Minuten erkennt er dann denjenigen, welchen der da reingekommen ist. Ne? Der schleicht, der kleine Schleicher, ja. Ne? Es rappelt im Karton. Es rappelt im Karton. Grüß dich, hi. Ja, also wie gesagt, er war gerade eine Rauchen, muss sein, weil innen drin rauchen geht ja nicht. Ne? Aber, ne? Genau, ja. Muss er was für die Wirtschaft tun. Ja, wollte gerade sagen, er macht was für die Wirtschaft, er macht was für die Lunge. Ja. Was wollte er eigentlich mehr? Ne? Ja, ne? Vorstellen brauche ich euch nicht. So, ne? Stellt er sich selber vor. Ja. Ja, ist cool, ne? Da bist du, da. Es rappelt im Karton. Es rappelt im Karton? Ach ja, aber. Ich bin kein Reim drauf. Ist kein Reim drauf, rappelt im Karton? Auf dem Vorstellen, meine ich jetzt. Auf Vorstellen, ja. Rappelt im Karton. Ja, das war der Vorspann, ne? Ja. Und nachher, achso, genau. Ich dachte jetzt so zum Vorstellen, weißt du, was ich da reinbau, Frank Wendler. Achso, auf Wendler. Es rappelt im Karton, wenn der Wendler macht Ding-Dong. Ja, zum Beispiel. Siehst du zum Beispiel. Ja. Du bist mir eine große Stütze. Ja, sag ich doch, Improvisations-TV. Genau. Ja, zwei Zwillinge. Ja, zwei Zwillinge auf einen TV immer, das geht gar nicht. Es rappelt im Karton, wenn der Wendler macht Ding Dong. Ja, da haben wir schon. Ja. Machen wir das so eine schöne Zeit. Ja, ne, Vorspann, Nachspann. Und Nachspann ist klar, alles Eis. Für jeden ein Eis. Stimmt ja. Wenn der Dicke da vorbeikommt, ne? Vor allen Dingen alles ungeschminkt heute. Ja, ja, total ungeschminkt. Also, wir waren beide beim Zahnarzt, wir wollen uns neue Zähne machen lassen, haben uns aber tierisch erschrocken. Weil wir beide haben die Rechnung gekriegt und die ist nicht gerade billig, deswegen sehen wir im Moment auch so aus, wie wir aussehen. Geschockt, total. Ja. Aber egal, irgendwann strahlen wir auch wieder mit unserem Lächeln. Im Moment lächeln wir nicht, ne? Ist klar. Genau, wir halten uns dezent zurück. Wir halten uns dezent zurück, ne? Ist für mich teuer. Ja. Ja, also wir haben heute viel zu erzählen. Ja, unheimlich viel. Ja, was denn? Ja, eigentlich könnten wir ganz viel erzählen. Ja, ungeschwingt sind wir mal wieder hier. Ja, wieder, ne? Wir schreiben das Jahr 2017 und einmal im Jahr treffen wir uns und dann geht die Kamera auch sofort an. Im Moment haben wir Ruhe. Ich meine, hatte gerade, während du draußen warst, kam ein Anruf, gleich wird ein Kunde da hinten sitzen und arbeiten. Trotzdem, bis dahin werden wir fertig sein. Ach, jetzt rede ich schon wieder. Ich wollte heute das immer quatschen. Ne? Ja, heute schon immer. Ja, genau. Quatsch einfach da rein. Ja. Begrüß mal deine ganzen Weiber. Ne? Ja. Zwillinge haben ja immer ganz viele Weiber. Ist ja, 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 durchaus. Zwilling? Angeblich Klischee. Ich kenne mich nicht so aus. Nein, du warst. Ich kenne mich mit Frauen nicht so aus. Nee, ich auch nicht. Ja. Komm. Genau. In welcher Sendung? Nee, welche Sendung war das nochmal? Wo du jetzt bist? Ach, zum Kontrolle, ne? Ich komme sofort. Hier kommt jetzt eine neue Sendung. Die Ruhrpottwache. Ach, die Ruhrpottwache. Gleich. Jetzt wird erstmal Kunde bedienen und dann kommen wir wieder. Also. Jetzt auch selber reinschreiben können. Ja. Ich komme voll. Weil jetzt geht das Ding noch nicht mehr so aus. Ach, komm, sprich rein da. Also einmal Passfotos. Mach mal. Mensch, probieren. Mach mal auch. Okay. Ein Bild oder mehrere? Also ein Bild kostet 4,50 Euro, ein ganzes Set 7,50 Euro. Auch wenn wir Dreharbeiten haben heute mit Frank Wendler, nicht der andere Wendler, sondern Frank Wendler, der Wendler, da stehe ich drauf, da bestehe ich drauf. Ja, die Kundin hat auch gerade gestutzt, 3-4 Mal hat sie gestutzt und dann hast du, ey, bist du ein Star und was für ein Star, ne? Ja, genau. Der hat auch ein Autogramm, hat er auch und so, der mussten, hat er ja gerade mitgekriegt, Passbilder machen und so weiter und so. So, jetzt noch einmal, wir sind ja gerade unterbrochen, nicht die Wache, sondern... Soweit ich das mitgekriegt habe, ist der nächste Dreh über Ruhrpottwache heißt. Ach, die Ruhrpottwache. Genau. Da sind wir auch beim Kernthema. Wir beide haben auch gerade darüber gesprochen, dass ab 1. April die Fernseher, ne? Dass man da zahlen muss. Wie stehst du dazu? Ich finde das überhaupt nicht gut. Also irgendwie freies Fernsehen fällt ja dann ganz flach. Ja, ja, also freies Fernsehen, also Freiheit, wie wir es kennen, wie wir es wirklich kennen. Ja. Wir sind ja beide gleich alt und sind beide Zwillinge.
Und der Wendler, ich Wendler oder Wendler und du, ne? Oder wie hieß der andere? Winnie Two, ne? Ein Winnie und ein Two. Two Winnie und so. Ja, genau. Ihr merkt schon, wir wollen Blödsinn machen. Ja. Ja, also wie gesagt, wir beide mögen freies Fernsehen. Wir beide mögen die totale Freiheit. Ja, die totale Freiheit war auch ein toller Film damals, ne? Mit Hans Albers, ne? Die Freiheit. Ja, also sind wir im Kern des Themas. Wir sind frei. Wir sind frei geboren worden. Wir machen also freies Fernsehen. Und jetzt merken wir, wird teuer. Stell dir mal vor. Wir beide machen jetzt Fernsehen, wir beide, ne? Und ihr müsstet dafür bezahlen. Wetten das? Keiner schaltet ein? Ja, genau. Ja, ist doch. Ja, da haben wir doch. Das ist doch der Kern der Sache. So, wir beide machen aber trotzdem Fernsehen. WebTV, wisst ihr, Ultra HD, WebTV und so weiter. Wir machen weiterhin Fernsehen, wir machen weiterhin Blödsinn. Und das ist frei. Ihr könnt also selber mitmachen, ihr könnt dabei sein, ihr könnt auch Themen. Er singt ja auch, ne? Er macht ja auch E-Musik. Und übrigens E-Musik. Ich habe ja immer noch den Synthesizer von Keyboard. Ne? Und ich bin immer ein bisschen drauf rumklimpern. Ja, deswegen. Also 2017 haben wir beide wieder was vor. Wir haben immer was vor. Ja. Also ist ja schon mal aufgefallen, wir machen immer nur einen Clip. Genau. Ein Clip. Ich komme sofort. Ein Clip machen wir immer und dann muss ich immer wieder unterbrechen, so wie jetzt auch. Ein Blick. Genau. Tja, nur bei uns beiden werden Kunden geholfen. Ne? Er brauchte Tesafilm, hat er gekriegt. Deswegen musste ich wieder unterbrechen. Also noch einmal. Wir drehen immer einmal im Jahr einen Film, kündigen alles an. Letztens wollten wir Polizisten sein, weißt du noch? Ja. Wir filmen den nämlich gerade ein. Staller und Dinges. Die haben ja jetzt auch wieder neu gedreht. Staller und Co. Ja, Ideen sind ja eigentlich immer genug da. Also wir beide haben immer Ideen. Nur, also nur meistens klappt das mit der Zeit nicht mehr. Ja, ich kann sagen. Also er hat Schießelmann Peng und ich habe Schießelmann Peng. Genau. Ist ja wieder Karneval. Und wenn das Karneval, dann setzen wir uns wieder ein Hütchen auf, kein Aluhut, sondern ein Hütchen auf und dann haben wir wieder Karneval. Ja, keiner ist da, alle in Kanada, alles klar. Ja, genau, also, wie heißt das, die Wache, ne? Nee, Ruhrpott-Wache. Ja, die Ruhrpott-Wache. Wie gesehen, seid mir nicht böse, also. Ja, ist eine neue Sendung, die ich mitgekriegt habe und ich habe das Vergnügen, dass ich da mal mitspielen darf. Mhm. Macht ja auch immer wieder Spaß, solche Geschichten mitzumachen und von daher freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn es dann losgeht. Wann es gesendet wird, kann ich noch nicht sagen. Kriege ich dann Bescheid und dann werde ich darauf mitteilen. Also, ja, genau, Held ist auch zu Ende. Da hatte ich gestern einen anderen Komparsen da. Er ist ja kein Komparsen, das ist alles. Musiker, Entertainer und was weiß ich nicht alles. Und der andere junge Mann, der schreibt momentan ein Buch über Elvis, kommt sicherlich auch irgendwann mal hier vor die Mattscheibe, also vor die Klebeeinheit, Kamera da. Ja, keiner hier, keiner da, in Kanada. Es rappelt im Karton, wenn genau. Der Wendler macht, Ding Dong. Ja. Genau, auf jeden Fall machen wir weiter. Ja, wir machen weiter. Also wir haben letztens angefangen. Bis der Deckel drauf kommt. Wollte ich gerade sagen, also wir sind jetzt immer 50, wir haben beide dasselbe Problem, teuer alles, verdammt teuer alles. Ja. Und ja, was soll man da machen, ne? Außer, dass die Leute jetzt hier reingucken, ist klar, wenn zwei hier vor der Kamera sitzen, gucken die Leute natürlich durch die Scheibe. Solange sie nicht reinkommen, brauche ich auch nicht unterbrechen. Ich mache heute mal so eine schöne lange Sendung. Wir haben heute mal so richtig Zeit, Bock und Lust und Laune. Also überall ist ja SCH, ne? Ihr wisst schon, die braune Kacke dampft da, ne? Der eine heißt das Glas, will die Raute ablösen. Die Raute sagt, ne, ist nicht Glas, so läuft das nicht. Der andere schreit Trump und so. Genau, wie stehst du eigentlich zu Herrn Trump? Ja, das ist eine gute Sache, ja. Ja, sich da zu äußern, so immer so politisch, ist natürlich immer so eine Sache. Aber nicht, Trump ist dran, ne? Wer möchte sich da auch so großartig festlegen? Er hat da dahin geschielt, weil er hängt da. Ne? Ich sag mal, er scheint ja noch ein Tacken schlimmer zu sein wie Onkel Bush. Ja, oder? Ja, puh, ja, bis jetzt, also bis jetzt hat noch kein Krieg angefangen. Also Bush hatte einen, der Obama hatte 8 Jahre. Ich kenne noch den anderen Vietnam, ne? Ja, da, den da. Das Problem, was ich sehe, so wie er sich verkauft und wie er sich verhält, ist ja nichts auszuschließen. Also warum soll er denn nicht auch in die Stiefel treten? Ja? Ich wollte sagen, er hat Lego aufgekauft, damit baut er jetzt die Lego-Mauer, ne? Ist klar, habt ihr ja gesehen, Lego, ne? Man baut eine Mauer dann, eine schöne bunte. Ja, bezahlen will er es aber auch nicht. Soll der Mexikaner bezahlen, ob der so viel Geld hat? Also ein sparsamer Mensch ist er, ja. Ja, muss ich sagen, sehr witzig. Also ich möchte auch 1 Milliarde, du auch, ne? Ja, schon mal 2 Milliarden. Ich habe sich überlegt, was allein der Wahlkampf gekostet hat. Ja, ja. Also, hat ihm ja nur gekostet. Ja, ne? Das war sein Geld. Ja, gewollt gerade sagen, dann seht ihr mal, wie reich der Mann ist. Ja gut, ein paar Sponsoren hat er auch noch dabei gehabt. Glaube ich auch. Ja, mit also, Sicherheit auch. Ich glaube nicht, dass er Geld ausgegeben hat. Aber wenn man sich das mal überlegt, die Gelder, die da so verplempert werden, ja, die hätte man auch anders in den Staat stecken können, ein bisschen verteilen können. Ja, so wie bei uns hier. Hier die Grünen waren gerade da. Die Grünen. Ja, die Grünen räumen bei uns auf, ne? Weil bei uns werden die Leute ja überfallen. Das ist kein Scherz, könnt ihr nachlesen. Der WAZ, WDR lief das.
Da haben sie so einen 60-Jährigen da angegriffen, der hat auch seine Wunden da gezeigt. Jetzt wollen die hier die Sauberzauber machen da, alles säubern, Licht wollen sie setzen, damit die ihnen nicht mehr und so, ne? Ruhrpott, ich weiß. Es ist ja auch schon mal aufgefallen, wenn wir beide so von NRW sprechen, dann gehen da immer die Türen zu, ne? NRW, bläh. Ja, aber Bayern, weißt du, Bayern ist ein freier Staat für sich, die machen doch nichts. Ich kann keine CSU, kannst du CSU wählen? Ne, ich auch nicht. Wenn der Söder hier spricht, der ist auch Star Wars Fan, deswegen seht ihr da hinten noch Star Wars. Frenkie ist auch Star Wars Fan, der hat ja auch genügend Figuren. Ich habe auch genügend Figuren da. Übrigens, ich wollte die alle mal verkaufen, aber naja, das ist ein Schwamm drüber. Sind Sie Fan? Nee, ich bin kein Fan. Kommt jetzt bei dem Aufruf hier. Ja, bei dem Aufruf. Rennen Sie dir jetzt die Türe. Jetzt rennen Sie mit. Ich meine, du hast ja ganz tolle Geschichten hier stehen. Ja, reichlich. Reichlich hier stehen, also der Wert, der steigert sich ja. Ja, genau. Ich hätte gerade noch so einen Kunden da, der genau. Da gefragt hat. Ne? Ja. Und schon kommt wieder ein Kunde. Ja, wir müssen also wieder unterbrechen. Ne? Ich komme. Ja, solange so ein Kunde da hinten wartet, dass der PC hochfährt, werden wir beide hier weitermachen. Ne? Improvisations-TV, ne? Improvisation. Der ist wieder da. Jetzt muss ich wieder zum Kunden. Jetzt kann er eben weiter erzählen. Ja, unser Armin muss sich jetzt nochmal ein bisschen bewegen hier. Da muss man ein bisschen den Kunden bearbeiten. Oder ja, so in der Art auf jeden Fall. Ja, es ist immer lustig hier. Es ist immer was los. Und ja, guck mal, einen Druck und schon geht's wieder und funktioniert's wieder. Armin, habt ihr da alles im Griff hier? Ja, ja, wir wieder da. Der Kunde arbeitet, ne, der ist da hinten beschäftigt, während wir beide hier unseren Blödsinn machen. Improvisations-TV, es rappelt in Karton, wenn der Wendler sagt Ding Dong. Ha, hör mal, das ist ja kaputt. Also die Zeile müssen wir uns merken. Die Zeile haben wir schon mal gemerkt. Genau. Muss ja sowieso was Neues machen, neue Produktion. Ja, richtig. Also von daher, vielleicht können wir es ja mit einbauen. Ja. Es rappelt in Karton. Dong. Und der Wendler macht den Dom. Genau, und schon ist er nicht. Schon ist er schon. Kannst du weitermachen? Nein. Hi. Ja. Einmal wieder 3 und einmal wieder 4. Also einmal reduzieren und einmal so lassen, wie es ist. Alles klar. In Farbe? Ja, das ist die Farbe. Das ist Stumm-TV. Ja. Ich dachte. Das ist jetzt Stumm-TV. Die Türen gehen auf, wie die zugehen. Genau. Hallo, jetzt stimmt hier, jetzt hier nonstop. Ich muss noch mal eins gerne. Ich mach. Also jetzt kann man sagen, es rappelt im Karton. Ja, nein, Ding Dong. Ja. Wenn Wendler singt, Ding Dong. Ja, genau. Ja, mach aber. Kommen wir in Aktion. Das mach ich. Kannst du das? Ja. Ja, ja. Danke, viel Spaß. Ciao. Schönen Sommer. Danke. So, einmal sehen. Und dann noch ein E-Mail. Kann ich mal einfach hier ansetzen gleich. So, das geht. Und noch eine Frage. Ja. Nämlich, mein Freund und ich sind sehr große Star Wars Fans. Wir wollten mal deine, ihre Meinung dazu verbrauchen. Machen, ich kann nicht. Ja. Das dauert, ist großes Papier. Großes Papier dauert 90 Sekunden. So, ich will nicht in eine. Nee, ich muss springen. Die Kameraleute sind immer am nächsten. Ja, ich will ja nicht deine Kunden hier erschrecken. Nein, hast du jetzt ein Schild drauf? Du hast nicht genügend Autogramm. Also ist schon alles sehr erschreckend. Die ganze Zeit war Ruhe. Ja. Kaum fangen wir an. Ja. Oder hast du da draußen ein Plakat hingehabt? Nein, kann ich nicht. Ja, sei ehrlich. Kriegst du ein halbes Jahr weniger. So. Ja, genau. Das macht mir ja echt. Ja, aber das irgendwie. Ist ja, weg. Ja, das bringt die 2 Stunden. Ja, genau. Okay, 60 Sekunden erscheint es da oben. Ich nutze eher ein bisschen was. Sicher. Ja, nachher beantworte ich auch die Frage. Okay. Ja, ist mir auch. Ja, Improvisations-TV. Ja. Merkst du? Also Improvisations-TV, die Kunden seht ihr nicht aus Sicherheitsgründen, weil beim Fernsehen machen wir das ja immer so. Aber die, oder steht einer draußen und winkt die Leute? Der kann auch rein. Aber. Ja, Improvisations-TV sind wir immer dabei. Wie gesagt, wir scannen gerade. Ne? Wir müssen jetzt 60 Sekunden überbrücken.
Ja, hätte ich auch in den 60 Sekunden jetzt erzählen können. Ja, hätte ich auch was erzählen können, genau. Es rappelt im Karton hier. Ja, es rappelt im Karton, wenn der Wendler singt, Ding Dong. Ja, toll, also das haben wir schon mal. Ding Dong. Ja, so. Ja, kann sein, dass draußen einer steht, ja. Gäste sind da. Ich mache mir irgendwann Sorgen. Ja, ich auch. Geisterstunde oder? Geisterstunde. Ja, Geisterstunde mit Wendler, genau. Ja, machen wir einen neuen Film raus. Ja, genau. Wir auch mal machen, ja. Das wird ein Langzeitfilm hier. Ja. Ja, sag ich ja. Siehst du, bei uns können die Leute zuschauen, ohne dass sie Geld bezahlen. Und im Fernsehen zahlst du demnächst 6 Euro für so einen Mist. Ja, ist klar, ja, ist so, muss man vorstellen. Das ist piept schon, jetzt muss ich wieder hoch. Genau, jetzt kannst du wieder. Und ich muss jetzt wieder die Stellung halten hier. Ich muss mal ein bisschen die Kamera angucken hier, ob die auch alles richtig macht, ob die auch vernünftig arbeitet. Damit der Armin auch noch ein bisschen was zu schneiden hat heute Abend. Nee, will er nicht. Nee, wolltest du noch nicht schneiden? Ja, das ist schön. So. Nun kommt er wieder angerollt. Da komme ich wieder angerollt. Ja. Genau. Ich weiß gar nicht. Ey, so eine Schwebekammer hätten wir hier haben müssen. Ne? Da hätten wir auch mal gesehen, wie wir hier arbeiten. Genau. Nur jetzt seht ihr ja, wie wir arbeiten. Wirklich. Wir hatten eine Stunde Zeit. Ne? Da haben wir uns gesagt, komm, machen wir Improvisationstv. Genau. Komm, haben wir angefangen. Ab im Karton. Ja. Genau, wie oft wir ausgemacht haben, weiß ich gar nicht. Aber wir haben dann genug ausgemacht. Ja, ne? Die Kunden sollen ja auch in Ruhe arbeiten, so ist es ja nicht. Ne? Genau. Aber jetzt habe ich gesagt, komm, lass das Ding durchlaufen, wenn das schon mal da ist. Ne? So spät haben wir es auch nicht, sieht nur spät aus, weil es ziemlich dunkel ist draußen. Ne? Aber meistens ist es ja dunkel draußen. Ne? Ja. Ist auch nicht so mein Tag, ich weiß auch nicht, ich bin heute auch so ein bisschen neben der Spur. Aber ja, war zufällig da, ne? Zufällig, weil da eine Nebelspur war. Also an der A40 neben der Spur, kann man hier vorbei. Ich wollte mir auch mal ein bisschen bei meinem Kumpel hier ausweinen. Ja, genau, genau. Das nehmen wir natürlich nicht auf. Wenn wir anfangen zu weinen, das nehmen wir nicht auf. Wir haben ja, wie jeder andere von euch, genauso unsere Probleme. Wollte ich mal sagen, wir haben unsere Problemzonen und so. Ne? Und wir machen abends auch mal Problembewältigung. Ja, ja, Problembewältigung, aber ohne Kamera. Indem wir uns dann gegenseitig ausweinen. Genau, dann wollen wir uns gegenseitig aus. Ja, ja. Genau, und heute holen wir uns also mit Kamera aus. Ne? Ist klar. Ja, ist klar. Ja, genau. Ich lade Wendler dann, Onkel Wendler lade ich ein, zur Star Wars Lounge. In der Star Wars Lounge unterhalten wir uns dann über Star Wars. Aber nicht jetzt. Kann ich mich auch verkleiden, ne? Ja, klar, ist alles da. Ja, das muss ich ja sowieso mal machen. Ja, genau, du bist ja letztens als. Als Tonne, nee. Nee, als Han Solo da, mit der so komischen Hose durch die Gegend gemacht. Ja, genau. Ist klar. Ist aber schon lange her. Ne? Schon etwas sehr lange her. Ja, aber ich glaube, das sollten wir mal machen. Ja, sicher, das ist ja alles da. Ne? Ja, genau. Ihr könnt ja sagen, also, ja, genau, ich wollte ja hier den Direktorsklamotten kaufen, als Direktor, aber der ist ja auch gestorben bei Ruhwan da. Ja. Wenn ich die Maske auf habe, erkennt mich ja nicht. Ja, aber wir haben ja genug Masken, also drei Masken stehen ja da im Schaufenster. Aber die ist auch okay, ja? Ja, die Maske ist auch okay. Ja, genau. Nimm mal die Maske auf, welche Maske? Ich habe extra mal die, was haben wir heute, Freitagsmaske auf. Heute die Freitagsmaske, ja. Ist ja bald Karneval, ne? Heute in 3 Wochen ist Karneval. Ja, genau. Du gehst als Wendler, ich gehe als Heinz. Ja. Heinz Wendler. Und dann immer Ding Dong im Karton. Ja, genau. Richtig, genau. Ja, das ist Improvisations-TV. Bin mal gespannt, ob es dann wieder kalt ist. Ist ja meistens so. Nee, bitte nicht. Ich bin froh, dass es jetzt warm ist. Das ist so wie im Leben. Das Wetter geht im Moment auch immer rauf und runter. Ja. Von der Wiege bis zur Bahre, Formulare. Ja, genau. Ist klar. Und danach soll uns alles egal sein. Ne? Ist klar. Naja, ich hätte heute auch so ein Déjà-vu mit meinen ganzen Unterlagen, Co. Ja, also er will ja umziehen, ne, von hier nach da und von da nach da hier und jetzt ist er aber da. Und wenn, ist so. Und wenn er so, ne, ist klar. Mehr wollte ich nicht gesagt haben, aber wirklich, ne, von da bis da ist schon ein Formular. Dann kommt das Formular nicht an, ist auch klar. Wollte ja mal das Ruhrgebiet wieder bereisen. Ja, wollte ich auch gerade sagen, von Felder nach Duisburg, von Duisburg nach Mülheim, von Mülheim nach Essen, aber das ist schon eine Weltreise hier. Ja, das ist immer so eine kleine Rundreise. Wollte gerade sagen, Felder war ja auch mal unter Wintereinsatz, ne, kenne ich irgendwo, ne, ist klar. Ja, könnt ihr ja nächstes Mal wieder mit der Kamera machen oder so. Ja. So wie in Oberhausen damals, ja. War ja auch ganz lustig. Das war sehr lustig sogar. Also wir beide waren damals in den Niederlanden, ne? Haben wir ja gedreht. Genau. Ne? Dann haben wir uns den falschen Stern noch angeguckt in Oberhausen. Jo, da haben wir uns den falschen Stern angeguckt in Oberhausen. Dann haben wir mal über Wendler gegen Wendler, ne, die Dreharbeiten da gehabt. Das war aber in, wo war das denn? Oberhausen. Ja, auch in Oberhausen. Das war auch in Oberhausen, in irgendeiner Brauerei war das, ne? Ja doch, auch, im ersten OG war das, ne? Genau. Da war auch so ein Holländer da, der ihn interviewt hat und nachher hat uns abgerollt, wer das überhaupt war, aber egal. Ja. Ja, das war ja auch so eine Geschichte. Das war eine ganz große Geschichte. Also genau. Wendler gegen Wendler, das werden wir nicht vergessen. Was ist ja eigentlich aus dem anderen Wendler geworden? Ich meinte auch den Holländer, aber egal. Ja, der Holländer war auch so eine komische Nummer da. Genau, ne, was ist eigentlich aus dem Wendler geworden? Von dem Norbert hörst du gar nichts mehr. Ja, ist ein Thema für sich, wenn man das alles so mitkriegt.
Jedenfalls, meine Geschichte mit ihm ist ja noch nicht zu Ende. Immer noch nicht? Nee, ist immer noch am Laufen. Und ohne Kamera, ne? Never Ending Story, oder wie heißt das? Ja, wir können ja den Pocher wieder anrufen, dann in den Dingen. Der macht momentan wieder so eine Sendung bei RTL. Der hilft da wieder Leuten, ne? Ja, hilft er wieder. Ja, der fängt wieder an, ja. Weißt du, der kann uns beiden noch helfen? Der kann uns beiden helfen, unheimlich. Ich dachte, uns wäre nicht mehr zu helfen. Nee, wir haben ja auch keine Probleme, ne? Nee. Wir regeln die doch selber. Ja, genau. Vor laufender Kamera regeln wir das. Das kennen wir nicht. Ja. Ich möchte jetzt nicht denken, wissen, was unsere Kunden denken, aber egal. Wir ziehen das heute gnadenlos durch. Improvisations-TV. Könnt ihr mal auch ohne Werbung, ohne, doch mit Ding Dong, mit Wendler, Werbung reicht ohne da. Probleme wäre auch langweilig. Ja, wollte ich gerade sagen. Wir haben Probleme genug. Oder? Ja, genau. Da können wir richtig schön aus dem Fundus schaffen. Ja, ja, richtig, genau. Also alle Stars von Wendler, guckt zu, ne? Hier bei uns. Meine Stars gucken wir eh immer weg, ist klar. Ja, guck mal, deine Kundschaft dreht sich schon rum, ja. Ja, weil die... Hab ich gesehen. Ist klar, weil die glauben uns nicht, wenn hier einer sitzt, aber hier sitzen so oft welche, dann ist alles... Ich sehe alles. Guck, der erste steht schon auf, der hat schon keine Lust mehr. Ja. Der hat schon keine Lust mehr, aber der hat schon ein breites Grinsen drauf. Ja. Genau. Wir beide können nicht grinsen, weil uns ist das Grinsen vergangen. Ehrlich. Wenn wir immer abends so die Steuererklärung machen, dann wird uns schlecht. Okay. Ist doch so. Ja, es gibt Themen, die sind nicht gut. Nee, okay. Also Wetter gegen Wetter geht immer noch. Never Ending Story. Ja. Und wie gesagt, der Norbert ist irgendwo jetzt in Kanada, ne? Nee, nicht in Kanada. Irgendwie so. Apropos Kanada. Alle Ausländer können nach Kanada. Ne, hat der Kanadier ja gesagt. Also, alle rüber. Nee, ist klar. Also wir dürfen jetzt auch nach Kanada. Wir dürfen jetzt auch nach Kanada, wir sind ja auch Ausländer. Wir sind ja Deutsche. Dürfen wir als Deutsche denn überhaupt noch nach Amerika? Ja, nee. Oder lässt der Trump uns auch nicht rein? Nee, der Trump lässt uns auch nicht rein. Nee, gar nichts immer. Wir haben zwar deutsche Ausweise, aber wir dürfen nicht rüber ohne Visa. Ja. Ja. Wenn die dann hören, Ärger, Trump. Ja, genau immer. Da ist der hingegangen. Der Norbert ist nach Amerika gegangen. Ja. Der schwirrt da irgendwo rum. Der USA. In den USA da. Der lässt uns nicht rein. Also wenn der wieder hört, wenn da eine macht, nee, du. Ja. Nee, da gibt er Ärger. Du. Klar, haben wir sowieso wieder Einreiseverbot. Ja, genau. Ja, dieses Jahr liegen auch keine Termine an oder so. Ne? Ja, man sieht zwar was und dann sind die wieder gecancelt. Ich habe jetzt wieder ein Plakat gesehen, da war er drauf und dann ist er wieder durchgestrichen. Ja, warum auch immer, keine Ahnung. War jetzt kein Statement bei. Nein, nein, ist genau mit dem Nordhorn in Mallorca da. Den hörst du auch nicht und siehst du auch nicht mehr. Auf kein Weihnachtsfest oder so, ich bin der Kaiser von Mallorca. Ja, so ist manchmal ein bisschen ruhig, ja. Sehr ruhig, okay, wir sind über 70 jetzt, gesetztes Alter, seine Tochter wollte er auch nach vorne bringen, von der hörst du auch nichts mehr. Oder hast du was gehört? Nee, eigentlich auch nicht. Nicht nee, gar nichts. Also, ne? Aber wir sind ja eh fast fernsehlos. Ja, wollte ich auch gerade sagen, wir haben ja bald dunkles Fernsehen, ne? Ist klar. Deswegen machen wir unser eigenes Fernsehen, ne? Ist auch klar. Ja, stell dir mal vor, wir müssen unser eigenes Fernsehen machen. Ich habe ja so schon kaum was mitgekriegt und dann hat sich das Thema dann ganz... Ja, wir sind mal auf Reisen, ne? Ist klar. Ja. Ja, was soll man denn noch Schönes erzählen? Ja, Improvisationsthema. Genau, wir wollen ja noch ein paar schöne Dinge machen hier irgendwie. Wir haben so ein paar Ideen. Ideen haben wir genug. Da sind immer genug da. Wenn wir die Zeit finden, dann... Also zwei Kunden haben wir ja schon, die live dabei sind. Die sehen also bei unserer... Die leiden jetzt schon live mit. Ist schon mal klar, der eine schmunzelt gerade, aber ist halt so. Und das ist so, ne? Die hören sich jetzt unseren Mumpitz schon mal live. Aber die sehen jetzt, wie Fernsehen gemacht wird. So wird Fernsehen gemacht. Super, ne? Wir sind jetzt hier live on stage und ziehen da durch. Ich stelle mir da gerade vor, wenn das alles live wäre. Also live mache ich kein Fernsehen, weil live sollte doch schon irgendwie gut rüberkommen. Du siehst ja bei Facebook, wenn die ja irgendwelche Live-Quatsch machen. Nö. Weil, ja. Lieber so schneiden, einen schönen Fernsehfilm daraus machen. Ja. Wie ist das? Ja, also er ist ziemlich wortkarg heute. Ja, ich weiß auch nicht. Ist schon mal aufgefallen, wenn die Kamera an ist, ist der rot. Es lag ja auch an der Post, die ich heute bekommen habe. Ach so, er hat ja wieder Post gekriegt. Das Wetter ist auch nicht gerade so lustig. Das Wetter ist auch nicht gerade so lustig. War heute Morgen schon auch wie ich. Normalerweise bin ich da genauso. Ja, ich habe jetzt kein Mikrofon da, hätte er gesungen. Aber ich habe jetzt keins da. Ne? Ja, jetzt kann er auch nicht singen. Nee, genau. Ja, jetzt muss ich entweder weg, du darfst vor der Kamera hin. Autogrammkarte, das kann ich ja, ne? Weil die letzte weg, vielleicht haben wir noch eine, ne? Ist klar. Ja, ich meine, die halten müssen hier auch weg, wir wollen da sowieso neue Sachen. Ja. Wie ist denn der Film drauf kommt? Sehr gut, okay. Schade, hängen wir da Schuhe. Ja, also, gefällt mir deswegen, weil der 4 aufgewertet hat. Also in dem Moment, wo ich dann die Lea da gesehen habe, wie das zu Ende, I want to turn home, da muss ich sofort 4 gucken. Wirklich, war noch nicht, war dreimal drin und dreimal, muss ich sofort abends wieder 4 gucken. Ging es uns aber auch. Ja, wir haben uns immer angeschlagen, waren wirklich so
Gott, ist das gerade wirklich passiert? Ich bin traurig, dass der wirklich erst am 1.12.2017 auf DVD und Blu-ray laut Amazon kommt. Keine Ahnung warum. Ich hätte ihn lieber mehr früher noch angeguckt. Also ja, klar. Da war ich noch jung und schön. Ja, aber wie gesagt, wir müssen neue, entstellte, gute Bilder machen, wollte ich gerade sagen. Also, welche Sendung? Ich vergesse immer. Ja, jetzt heißt Ruhrpott. Ruhrpott-Rache. Ja. Entschuldigung, liebe Leute, wie kann RTL-Film? Der macht ja nichts. Ich kann manchmal auch Dinge nicht. Also, ja, tschüss. Wir müssen noch mal ne? Wenn er ist, war er, ne? Ciao. Mach ich. Ciao. 2 Euro dann, wie immer. Danke dir. Du brauchst jetzt keine Autogrammkarte, nur Ladies keine Autogrammkarte. Ja, genau, nicht du hast morgen zu, ne? Ja, morgen ist zu. Alles klar, sehen wir uns Montag. Sehen wir uns Montag, ja. Okay, tschüss, Kevin. Ciao. Ja, Improvisations-TV, ne? Ja, so. Ah, herrlich. Ja, wie gesagt, Star Wars. Ja, wir haben ein bisschen rumgeholt, weil wir Kunden hatten. Jetzt wusste ich auch nicht mehr, was wir da sagen wollten. Die Kunden sind jetzt weg, jetzt haben wir wieder Ruhe. Also die junge Dame hat gefragt, wie ich Star Wars fand. Ich fand Star Wars sehr gut, dieses Rogue One. Das habe ich habt ihr auch gerade mitbekommen, weil 4 dadurch aufgewertet wurde und Episode 4 von 1979 hat dann wieder richtig Spaß gemacht. So, das war das Thema Star Wars. Richtig. Genau. Ne? War aber eine kurze Frage von der Frau dann, ja. Ja, die war sehr kurz und die habe ich auch beantwortet. Ich habe mir gedacht, die wollte so sehr intensiv. Nee, das war ihr jetzt peinlich, weil ist klar, die Leute sind dann, wir sind hier im Ruhrpott, wir sind hier in Nordrhein-Westfalen, wir sind in der Kulturhauptstadt 2010 und wenn da die Kamera angeht, dann, was ist das? Ne? Ist klar. Vorhin wurde gefragt, bist du ein Star? Da habe ich gesagt, der Star ist gerade rausgeholt worden, ist klar. Ja. Ist klar, ne? Ach, herrlich, ja, da haben wir die Kamera. Ausgabe. Jetzt habe ich sie einfach mal durchlaufen lassen, damit die Kunden auch sehen, dass wir wirklich auch während die Kunden dabei sind, ohne die zu stören, Film machen, Fernsehen machen. Ja, genau. Ja, wir haben es versucht. Ja, wir haben es versucht, Improvisations-TV. Ja. Wenn 2, 3 gucken, reicht das ja. Ne? Richtig. Ja, wir sind ja auch schon 2. Ja, wir sind auch schon 2. Das sind schon mal 4, dann haben wir noch 2 Kunden. Du machst schon 6 ja. Und die anderen Kunden, die nicht Bescheid wussten, macht schon 10. Also, ne? Genau. Ja. Und die jetzt gucken, finde ich auch toll. No. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Was soll man denn noch Schönes erzählen? Eigentlich könnte man ganz viel erzählen, aber ich merke selber, ich bin nicht so richtig. Er ist nicht gut drauf. Nee, weil, ja, ich habe auch heute Steuer, ich soll meine Steuer machen. Da bin ich auch nicht so gut drauf. Heute Abend gibt es halt wieder der Buchhaltung. Ja, das ist, wenn man zu viele Dinge im Kopf kreisen hat, die einen beschäftigen, dann ist das manchmal nicht so gut. Kann man sich nicht, aber vielleicht liegt es auch daran, mir fehlt der Kaffee irgendwie heute auch. Jo. Ich hatte den zwar schon auf, in einer anderen Art und Weise. Also ich habe heute Morgen sehr früh angefangen aufzustehen. Ja, musste nämlich leider auch zu einem, wie nennt man das, Vertrauensonkel-Doktor da oder so. Ich will mich nämlich verschönern lassen, ich will endlich mal schön vor die Kamera. Und da haben die auch gesagt, das wird aber teuer, ist klar. Maske, ist klar. Bei uns muss das teuer werden. Ja, bei uns muss das teuer werden. Und dann war ich halt bei diesem Vertrauensonkel-Doktor, der sagt, das wird noch teurer. Ja. Deswegen war ich auch direkt am Fernsehen. Ja. Nein, wirklich, das ist schon eine Sache. Ich meine, ne, wir machen jetzt eine Sendung hier. Wir könnten politisch, haben wir ja den Trump durch, wir haben das Glas durch, den Herrn Schulz, wir haben die Raute durch, Frau Wendler, nicht Wendler, Kaiser, nein, Kanzler, wie heißt die? Wie heißt die Frau? Welche meinst du denn? Die Raute. Die Raute. Merkel, Schulz, ja. Wendler, Merkel. Meine Güte, nee. Nee, aber ist so, ne? Schon mal vor, also, wenn eine Kamera angeht, man hat kein Skript, wir sind ja Entertainment-Scripting gewohnt, das heißt also, es gibt ein Skript, der ist vorgeschrieben. Und dann gehen die Kameras an und dann läuft das. Genau. Nee, bei denen, ne? Ich kann mir auch nicht immer alle Namen merken. Nee, alle Namen kann man nicht merken, ne? Aber Gesicht, da kann ich mir erinnern. Hättest du genau. Mir jetzt ein Gesicht gezeigt, hätte ich dir sagen können. Die kenne ich. Da, kennst du den da? Ja, die kenne ich. Die kenne ich, genau. Ja. Ja, also, ne? Ja, aber ist halt. Ne? Die Kunden haben live mitgekriegt, dass wir auch live drehen. In der Regel, wenn Kunden kommen, machen wir aus. Aber ich habe den Knopf nicht gefunden. Ich habe so oft darauf rumgedrückt. Ja, genau. An aus. Ging nicht. Jetzt habe ich gesagt, komm, lass durchlaufen. Haben wir jetzt gemacht. Aber wir haben auch ein bisschen Schweigeminute dazwischen. Ist auch okay. Ja, hatten wir ja. Ja, aber ein bisschen Stille muss ja auch mal. Stille ist ja auch gut. Hallo! Grüß dich, jetzt kommt der nächste rein. Und die junge Dame will auch nicht vor die Kamera. Ja. Ne? Die wird jetzt auch vor der Kamera stehen. Nein, nicht vor der Kamera, sondern dahinter. Ne? Weil wir machen eben Improvisations-TV. Ne? Mama kommt auch gleich, oder? Ich glaube nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Ich muss
Ja, ruf sie mal an. Ich sag ja, schön, ist gerade. Ja, also wie gesagt, die junge Dame ist auch da, auch live, aber die gesitzt sich und so, dann machen wir gleich fahren genau. Ist klar. Ne? Ist klar. Ne? Genau, da hinten. Ja, psch, ne? Genau. Die ruft jetzt ihre Mama an, ist auch klar. Psch, ne? Ich rufe jetzt gleich auch meinen Therapeuten an. Ja, er ruft auch gleich den Therapeuten an, da, weißt du? Ja, never ending story. Wendler gegen Wendler. Ja. Toll. Ja. Ne? Ist so. Ne? Ja. Ja, genau. Worauf wollte ich wieder einigen, dass wir zusammen sind oder was? Nein, ich habe ja noch was bekommen, von daher. Ach so, ja, ja, das leidliche Thema. Ist halt ein langer Weg, halt. Ja, aber. Das will man machen, ja. Mann. Aber er hat es ja bis heute nicht geschafft, mal mit mir zu sprechen, also von daher, ich habe es ja immer wieder angeboten, aber. Ja, du halt, ne? Irgendwie mag er nicht. Mag er nicht. Er mag so viele nicht. Ne? Ja, ist richtig. Genau, der Tomsig, Willi Tomsig, der war ja jetzt im Rathaustheater, da hat der Willi auch irgendwie was gemacht, dann hat. Genau. Da war auch so ein Fan, ne? Willi hat ja auch Fans. Und er hat ja auch Fans hier. Ne? Also, ganz viele Fans, ne? Ja. Genau, ein paar Autogrammkarten sind gerade hier schon geflossen. Also, der Willi, der hatte Blödsinn gemacht. Ne? Ihr kennt ja Willi Tomsig, ne? Also aus Herne da, der mit dem Buschowski gemacht. Und da hat er auch so ein Fan durchgestrichen. Er hat gesagt, du kriegst von mir auch schon mal ein Kreuz. Ne? Er hat an sich Spaß gemacht. Und dann hat der sich natürlich bei der Bild-Zeitung beschwert, ne? Konnte ich gestern auch sehen. Ja, schon, also meine lieben Freunde, nicht immer beschweren. Wir machen ziemlich viel Blödsinn und wenn wir so viel Blödsinn machen, müsst ihr euch nicht beschweren. Weil wir machen auch Fernsehen kostenlos. Wir machen auch kostenlos genau. Fernsehen. Und für Tipps und Anregungen sind wir ja auch immer gut zu haben. Ja, ja, wenn ihr Tipps habt oder Anregungen oder Fragen, fragt uns. Ne? Wir tipsen dann oder lassen tipsen. Genau. Ja, beim nächsten Mal den Frosch, den ich noch im Hals habe, den verschenke ich dann. Ja, genau, den verschenken wir dann. Und den Kloß, den lasse ich dann auch weg. Ja, genau, den Kloß im Rachen, den geben wir da auch wieder. Ne? Ist klar. Okay. Ja. Das kann alles nur besser werden. Das kann nur besser werden. Ne? Ja. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ja, ich hoffe das auch. Das reicht jetzt. Ne? Ja. Improvisationsthema. Ich glaube, für heute ist genug. Genau. Und jetzt lassen wir. Genau, jetzt rappelt wieder im Karton, wenn genau. Der Windler es macht, ihn noch. Ja, alles klar, mach's gut. Ciao. Heiß.de ist in der Kiste und es rappelt im Karton. Doch lieber schwarz oder bunt wie ein Bonbon. Es rappelt im Karton.